Das ist eine kurze, prägnante Glaubensformel, die in vielen Religionen und Konfessionen als Zusammenfassung des Glaubens dient. Das Wort stammt aus dem Lateinischen und bedeutet wörtlich übersetzt »Ich glaube«. In anderen Religionen, wie dem Judentum oder dem Hinduismus, gibt es ebenfalls Glaubensbekenntnisse, die die grundlegenden Überzeugungen zusammenfassen und als Ausdruck des Glaubens dienen. Auch im alltäglichen Sprachgebrauch wird der Begriff verwendet, allerdings meist in übertragener Bedeutung. So kann man zum Beispiel sagen, sein Credo ist es, immer ehrlich zu sein. Oder meines lautet, dass man immer positiv denken sollte. In diesem Kontext steht das Wort Credo für eine Art persönliches Motto oder eine Leitlinie, nach der man sein Leben ausrichtet. Es ist das Wort Credo, das Credo, Credo.